Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir bei Team TSR. Die haben sich hier versteckt. Und ich weiß eigentlich auch schon wo, weil ich schon mal hier war. Und da klopfen wir jetzt erstmal an und gehen die Jungs mal besuchen und schauen mal, ob jemand zu Hause ist. Wir dürfen eintreten. So, Freunde, heute sind wir hier in den Katakomben von Team TSR. Und ich bin der Dennis Klaassen. Ja. Ja, und wie alt bist du? Ich bin 27. Genau, und was macht ihr hier? Ja, wir bauen Motoren zusammen. Wir fahren halt EST und DSSC schon seit 2009. Machen wir die ganze Geschichte. Ja, und seitdem sind wir hier am Werken. So, Dennis, was hast du denn hier Feines auf dem Tisch liegen? Wir fangen mal hier an. Hier ist deine Werkstatt. Hier arbeitest du, hier baust du deine Motoren zusammen. Und was sehe ich da? Ich sehe hier Motorblock von Otto Punto Uno. Richtig. Und ja, erzähl uns doch mal was dazu. Was hast du damit vor? Ist das dein Block? Und was hat das gekostet? Erzähl mal insgesamt so ein bisschen was. Ja, also das ist jetzt nicht mein Block. Das ist der Block von meinem Teamkollegen. Okay. Sascha. Ja. Das wird jetzt für kommende Saison für sein Fahrzeug, der Motor. Okay. Wir haben uns bewusst dazu entschieden, mal was Neues auszuprobieren, und das ist ja im Moment auf dem Markt sehr angesehen, wenn du einen CNC-gefrästen Motorblock siehst. Ne? Okay, man kauft sich den ja nicht rein aus Optik. Wir nehmen das Ganze mal hier in der Hand. Zum Beispiel, ich habe den ja auch gesehen, selber in Facebook ein paar Bilder. Der hat ja hier so Kühlrippen. Wahrscheinlich haben die das gemacht, weil die sagen, okay, das kühlt besser. Ja, ne? Ich denke mal, so einen Kühlungseffekt haben. Hast du schon genauere Details zu dem Motor, was das Ganze bringen soll, was hier überarbeitet ist? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Hier sehe ich zum Beispiel so einen Kunststoffeinsatz. Ja, den haben wir gedreht, damit man eine Kurbelwelle mal zum Testen reinstecken kann. Also das ist nicht das originale Lager. Okay, oder? Okay. Was versprecht ihr euch von diesem Motorblock? Ich meine, 1700 Euro, da kauft man sich ja eigentlich jetzt nicht nur für die Optik. Ich meine, sieht super geil aus. Ja, das ist einfach der Reiz an der Sache, mal zu gucken, was wir mit den neuen Technologien, sagen wir mal, in den Rollermotoren heutzutage anfangen können. Und wie du schon sagst, wir haben ja die Möglichkeiten hier zu testen am Prüfstand. Da ist halt einfach das Ding, wir haben halt ein geschlossenes Kurbelwellengehäuse und das Einlasssystem ist halt ein bisschen größer gestaltet. Ne? Ist das von der RD? Sind da die RD-Einlasssysteme, die da reinpassen? Oder? Nein, das ist komplett gestaltet von Otto Punto Uno. Also ist ein eigener Membranblock von Otto Punto Uno. Ja, genau. Also ist jetzt nicht irgendwie passend RD oder sowas? Nee. Okay. Das ist ein großer Einlässe von Otto Punto Uno. Also das heißt, wenn, ja gut, die Membranplättchen kriegst du ja überall. Ja, die brauchst du dir jetzt nicht kaufen. Also das heißt, die haben wirklich hier selber den, ja, den Membranblock. Okay. Gut, dann haben wir ja, jetzt willst du dich eigentlich mit diesem Motorblock willst du dich einfach mal von der Masse abhängen. Das heißt, du willst einfach mal was Neues machen. Die meisten fahren ja mittlerweile Too-Fast-Gehäuse oder TCR, Malossi. Genau. Und da habt ihr euch einfach gedacht, okay, komm, wir machen mal was ganz anderes. Bin ich richtig bei dir, finde ich eine richtig geile Idee. Und das Projekt müssen wir definitiv auf jeden Fall verfolgen. Und ich bin wirklich mega gespannt. Also sieht super, super exklusiv aus hier, die Verarbeitung, ne? Hier alles einzeln angeschraubt. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Aus einem Stück quasi rausgefräst. Ne? Also, wow. Also ich bin gespannt und ich würde sagen, das Ganze verfolgen wir. So, hier neben haben wir dann Malossi C1 Gehäuse. Also das ist mein Motor. Den ist mein Kollege letztes Jahr gefahren, weil ich halt privat nicht so viel Zeit hatte für die EST. Da ist ein 70 Kubik HK-Zylinder drauf gewesen. Ah, dürfen wir mal haben. 70 Kubik HK? Ja. Also das ist der Zylinder, den der HK die letzten zwei, drei Jahre entwickelt hat. Genau, das ist der Zylinder. So, warum drauf gewesen? Heißt das jetzt, kommt nicht mehr der drauf? Kommt wieder drauf? Der kommt wieder drauf. Ist jetzt einfach Winterrevidierung, Lager neu, Dichtung neu, Kolben neu. Was halt dazugehört. Okay, welche Leistung hast du erzielt? Ich hatte mit dem eine blockierte Leistung von 27 PS gehabt. 27 PS? Ja. Gut? Schlecht? Ist okay, ja. Ist okay. Ist okay, da geht noch ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Vergaser, also größeren Vergaser. Darfst du mir verraten, ich meine, was kostet uns denn da offiziell? Wenn ich jetzt keinen falschen Preis habe, ich glaube 600 Euro bist du bei dem. 600 Euro, ja. Und würdest du einordnen in welcher Klasse? Ja, also Too Fast bist du. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding macht seinen Job richtig gut. Okay. Sieht ja sehr, sehr sauber verarbeitet aus. Ne? Ja. Also sieht wirklich auch richtig, richtig gut aus. Ja. Freut mich, weil ich hatte ja mit dem Handy die letzten zwei Jahre ein bisschen Kontakt. Da war er ja mit dem Zinder noch, sag ich mal, so in Bearbeitung. Und finde ich gut, den fertigen Zinder jetzt mal in der Hand zu haben. Mhm. Und steht auch deutlich drauf, 70 Kubik, nicht 49. Ne? 49. So, jetzt haben wir noch was ganz Interessantes. Das sieht auch wieder so exklusiv aus. Da hinten, was haben wir denn da? Motor von einem Teamkollegen. R&D.
Das sind genau ein 70 Kubik R&D-Zylinder drauf. Also den Zylinder, darf ich den Schnöpsel mal da oben vorne rausnehmen? Den habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also nicht? Mein Kameramann, winke mal. Hast du ihn mal gesehen? Ja. Du hast ihn auch schon mal gesehen? Ja. Also ich habe ihn wirklich noch nie gesehen. Leistung? Liegen auch so bei 25 PS. Noch nie gesehen, aber finde ich richtig geil, dass ihr mal Projekte angreift mit irgendwelchen Sachen, die man einfach so nicht kennt. Ne? Also mega, mega Respekt, auch mal lustige Gehäuse und schön TSR rein. Ja, wir machen halt unsere Motoren alle komplett selber. Okay, wo wir auch beim Thema sind, meine nächste Frage, die ich habe. Bearbeitung von Motoren, macht ihr auch? Machen wir auch, ja. Habt ihr die Möglichkeiten zu spindeln, zu fräsen? Wir haben eine Fräsmaschine hier. Nein. Doch. Ehrlich? Eine eigene? Ja, eine eigene. Alter, läuft bei euch. Dann habe ich aber ja gleich den richtigen Motor mitgebracht und zwar hier von uns, ne, den Mafia-Motor. Ich erwarte da von dir 30 PS, oh, ne, ist ein 2 Extreme, 70 Kubik drauf. Ja. Ne? Sollte kein Problem sein, oder? Boah, eigentlich nicht. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen zu. Also ihr habt eine eigene Maschine hier, ihr überarbeitet auch. Helft ihr auch anderen Leuten, die Sachen zu überarbeiten? Ja, auf jeden also Fall. Also dürfen Leute euch mal anschreiben, aber ihr müsst schon konkret sagen, was sie wollen. Ne? Definitiv. Also das, deswegen sage ich mal, bin ich auch hier, weil ich einfach mal euch auch vorstellen wollte, weil ich weiß, dass ihr auch anderen Leuten helft. Ich habe das ja gesehen, ihr hattet ja auch mit Hans-Peter geholfen und so. Ja. Ihr macht nämlich auch Prüfstandsläufe, ihr helft beim Überarbeiten. Und stopp, Jungs, die Jungs betreiben es nicht gewerblich, sie machen es wirklich aus Hobby. Ja, magst du mir mal deine Fräsabteilung zeigen? Magst du uns da mal erklären? Ich würde sagen, Chris, komm mal mit und wir gehen mal einen Raum weiter. Ne? Können wir mal. So, hier sind wir bei der ersten Maschine angekommen in deinen Raum. Also das ist eine konventionelle Drehmaschine, hat bestimmt schon mal jeder gesehen. Damit haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können Buchsen drehen, Gewinde drehen, aber der Hauptteil liegt halt drin, dass man Zylinderköpfe abdrehen kann oder Zylinder selber plan drehen kann. Hast du das Ganze gelernt? Ich habe es nicht gelernt. Ich habe es damals, vor 10 Jahren oder so, habe ich mal ein Praktikum bei ThyssenKrupp gemacht und dann war ich halt über ein Jahr in der Drehabteilung und also habt ihr euch selber beigebracht? Alles selbst, ne? Beigebracht. Aber, ja. Das heißt, du hast auch ein bisschen Material schon geschrottet. Definitiv, ja. Ja, gut, aber gehört dazu, ich ja. Sag mal so, aber mittlerweile weißt du, wovon du redest und du weißt, wie man es bedient, ne? Genau. So, dann gehen wir mal in deine nächste Ecke hier. Hier ist dein Büro, oder? Ja, also hauptsächlich werden hier die Motoren gefräst und die Zylinder gefräst. Ab und zu mal ein paar Montagearbeiten, wenn unsere andere Werkbank ein bisschen voller ist. Ja, hier wird sich auch schon mal der ein oder andere Gedanke zu einem neuen Projekt gemacht oder halt, wenn wir hier drüben sind, werden hier halt technische Zeichnungen überprüft und nachgemessen. Ja, das wird hier in der Ecke gemacht. Jetzt habe ich mal eine Frage eben zu diesem Bohrer hier. Viele werden wahrscheinlich fragen, okay, ich habe zu Hause auch einen Dremel. Wofür brauche ich denn jetzt hier diese Zahnarztbohrer? Ich meine, klar, du machst hier nicht nebenbei noch ein paar Füllungen. Warum benutzt du diese Bohrer? Ja, der Vorteil halt an den Bohrern ist, oder an diesen Winkelstücken, wie ich schon sagte, es ist ein Winkelstück. Und damit komme ich halt von innen in einen Zylinder rein und kann damit die Überströmer und... Und die haben eine extrem hohe Drehzahl, ne? Ja, der jetzt nicht so, weil der noch über, wie bei einem Drehmüll, über einen Motor und eine Welle läuft. Ja. Aber die drehen so bis ungefähr, ja, 50.000 drehen die mit Druckluft. Also wollen wir hoffen, dass mein Zahnarzt nie abrutscht immer, ne? Gut, jetzt weiche ich mal noch mal ganz, ganz kurz vom Thema ab. Ich habe hier was richtig, richtig Schickes gefunden und zwar richtig edel. Und zwar ein Öhlingsfahrwerk. Extra angepasst für Piaggio, richtig, ne? Ja, genau. So, sieht noch so flatsch neu aus. Ist es auch. Jetzt bin ich aber neugierig. Kostet? Ich glaube, die liegen so bei 800 Euro oder so, glaube ich. Stück? Ja, das Stück. Okay, ich lege die wieder weg. Ich bin raus, ich muss weg. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also hier entsteht die Leistung. Und jetzt kommen wir zu einer letzten Maschine. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hin. Ja, also auf dieser Maschine können wir Plan fräsen, wir können bohren, Gewinde schneiden, spindeln, das ist das Allerwichtigste für uns. Kurbelwellengehäuse spindeln und Zylinderfüße spindeln. Wir haben halt einen konventionellen, originalen Motor und wenn wir jetzt einen RT-Zylinder zum Beispiel fahren würden, dann müssten wir den Zylinderfußbereich größer spindeln, damit der Zylinder auch in den Motorblock passt. Wie? Kannst du das garantieren, dass das alles so millimetergenau ist? Das sind einfach Erfahrungswerte. Ich stelle mir das recht schwer vor. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, das Ganze hier drauf zu legen. Da musst du doch schon auch einige Motorblöcke versemmelt haben, bevor du das irgendwann mal drauf hattest, oder? Also bis jetzt habe ich noch keinen versemmelt. Also auf Anhieb hat dann alles so geklappt? Ja, man testet sich halt dran, wie funktioniert die Maschine, wie macht die was. Also das ist halt wie, wenn du jetzt einen alten Oldtimer fährst oder so. Okay. Du weißt halt, wie musst du mit dem Gas spielen, damit der funktioniert. Ne? Wenn ich jetzt vorbeikommen würde, würde sagen, Dennis, helf mir doch mal, spindel mir meinen Motorblock. Wie lange würde denn so ein Spiel dauern mit so einer Maschine? Mit Einspannen, Ausrichten,
Ha, zwei Stündchen. Zwei Stündchen, ja. Okay. Jetzt bin ich aber auf den Prüfstandsraum gespannt. Und deswegen würde ich sagen, wir geben uns jetzt mal noch in den P4-Raum. Ja, also wie gesagt, das ist unser P4-Raum. Hier stimmen wir Motoren ab, die wir selber bauen oder halt mal zugeschickt kriegen oder von Kollegen. Ja, wir haben ja schon einiges erlebt. Von brachialen Leistungen bis, ja, schon die eine oder andere Niete habe ich auch schon mal dabei gehabt. Der Mafia-Motor wird hoffentlich gut hier. Ne? Ja, auf dem Ding, auf jeden Fall. Und das Tolle ist, ihr habt sogar noch für den P4, habt ihr gewisse Rahmen, die hier drauf spannt. Das heißt, ihr könnt die Motoren auch ohne Fahrzeug benutzen. Ja, so ist das, genau. Das heißt, da spannst du nur den Motor ein, dann habt ihr hier irgendwo, sag ich mal, einen Bottle hängen mit Benzin. Und das heißt, ihr könnt die reine Motoren mit dem Hinterrad könnt ihr hier nackt testen. Finde ich richtig, richtig gut. Wie viele Leute hat eigentlich das Team TSR und wie viele sind eigentlich die führenden Köpfe? Also denen das Ganze, ich meine, das ist ja hier alles schon mega professionell. Ne? Ja, also wir sind zwei Köpfe, das ist der Sascha und ich. Ja. Wir leiten die ganze Geschichte. Mhm. Und jetzt mittlerweile haben wir wieder Zuwachs gekriegt. Jetzt sind wir drei Fahrer. Wir fahren ja auch selber, also wir sind, glaube ich, insgesamt jetzt fünf Fahrer. Ja, das ist halt immer so ein Kommen und Gehen, je nachdem, wie man Zeit hat. Ne? Wo fahrt ihr überall? Also mit dem Fahrzeug zum Beispiel, das ist ein reines DSSC-Fahrzeug. Okay. Sprintrennen. Und halt in der EST fahren wir auch noch. Und wenn der ein oder andere mal Hilfe benötigt zum Abstimmen, darf der euch auch gerne anschreiben. Hier waren hier schon mal einige Größen aus der Szene, die das schon mal hier genutzt haben. Ja, der Andreas Sukas zum Beispiel ist auch regelmäßig hier. Okay. Ja, die Jungs von den Ems-Costuners zum Beispiel sind auch schon öfters hier, also fast regelmäßig. Also ich finde es einfach mega, mega cool. Ja, Freunde, auf jeden Fall Instagram, hier steht's, Two Stroke Racing bei Instagram. Ja, oder einfach nach Team TSR suchen. Hier steht es nochmal geschrieben bei Facebook oder bei Instagram. Und dann würde ich sagen, einfach mal ein Abo dalassen, ein Follow oder wie das kannst du so nennen. Ich wollte dich fragen, ob du der Community helfen würdest oder du und der Sascha oder das Team TSR, dem Mafia-Motor, für die Community abzustimmen, damit wir jemanden endlich bald den Mafia-Motor in der Community schenken können. Ja, die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall hier. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall. Ich verlasse mich dann. 25 PS. Ja. Nein, natürlich nicht. Also wir rechnen, wir hätten gerne eine Leistung zwischen 9 und 10 sauberen PS. Das ist so das, was wir uns vorstellen. Sollte mit dem Sportzylinder drin sein. Wenn du irgendwas benötigst, wir stellen dir alles zur Verfügung. Und das freut mich sehr, dass du das Angebot angenommen hast. Und ja, das war unser erster Besuch. Und ich hoffe, du hast dich auch gefreut, dass wir mal hier sind. Ja, ne? Wir sind jetzt weltberühmt. Auf YouTube. Ciao. Kurz eine kleine Sache, und zwar, wir haben jetzt neue Kurbelwellenlager von Two Extreme noch auf Lager. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, dass euer Lager nicht so lange hält, haben wir hier nochmal ein ganz spezielles Lager für euch. Oh, und da sind meine Kurbelwellenlager für meinen Mafia-Motor. War doch die richtige Größe, oder nicht? Ja, du wolltest doch eine Big-Bow-Welle fahren, oder? Müsstest du noch ein bisschen aufspindeln. Noch ein bisschen größer. Noch ein bisschen aufspindeln, ne?